Hi. Hallo, schönen guten Abend. We're Mediengruppe Bitnik. Wir sind die Mediengruppe Bitnik. My name is Carmen. Das ist Doma, really ich bin Carmen. Wir freuen uns heute hier auf euch. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. To show you a wir möchten euch heute eine Serie an Arbeiten vorstellen. Wir sind noch nicht sicher, durch wie viel wir heute Abend durchkommen und schauen einfach mal, was wir heute hier unterbekommen können. I think just two words about Mediengruppe Bitnik. Zuerst einmal ein paar Informationen über uns als Künstlergruppe. Wir sind in Berlin zu Hause und dort bereits anderthalb Jahre zu Hause und beschäftigen uns hauptsächlich mit dem digitalen, aber auch mit dem physikalischen Raum und möchten jetzt einige unserer jüngsten Arbeiten mit Bezug auf Bots und automatisierte Codes vorstellen. Die erste Arbeit heißt Random Darknet Shopper, stammt aus dem Jahr 2014 zusammen mit der Kunsthalle St. Gallen und schließt sich an die Snowden-Enthüllungen an. Die Grundidee war, dass wir als Künstler den Heimatbegriff im Internet aufgreifen sollten und mit den durch Snowden enthüllten Massenüberwachungsaspekte verbinden sollten. Unsere bisherigen Arbeiten in diesem Raum, zumindest dachten wir, das waren etwas naiv, und wir haben mit der Kunsthalle St. Gallen einen guten Partner gefunden, um dort eine Kunstausstellung mit Blick auf das Darknet anzubieten. Wir haben uns fokussiert auf Fragen der Anonymisierung, Identität, Glaubwürdigkeit fokussiert und haben insgesamt 12 Arbeiten ausgestellt in einer Ausstellung. So, basically the Random Darknet Chopper is ja, ich erzähle jetzt noch ein bisschen mehr über dieses Random Darknet Chopper Projekt. Es ist im Herbst 2014 gestartet und besteht aus einem Bot, der einkauft. Und unser Ausgangspunkt war im Wesentlichen der Glaubwürdigkeitsbegriff. Wie baut man Glaubwürdigkeit im Internet aus? Man arbeitet im Internet und weiß aber nicht, mit wem man interagiert. Und das Darknet erschien uns da als ein idealer Ort, um dieses Thema aufzugreifen. Wir dachten, dass diese Arbeit gut mit einem Bot passieren könnte, um zu hinterfragen, wie Glaubwürdigkeitsaufbau funktioniert. In einem Szenario, in dem Waren weltweit verschickt werden an einen Käufer. Wir erschufen dafür einen Bot mit einem Budget von $100 wöchentlich in Bitcoin und programmierten ihn so, dass er sich in das Darknet einwählte und in das größte Marktportal im Darknet, Agora zu der Zeit, sich eingewählt hat und dort Güter kauft, um sie dann direkt ohne unsere Interaktion an die Kunsthalle St. Gallen schickt. Wir haben also gestartet mit leeren Wänden, mit Vitrinen, die noch nicht gefüllt waren, die dann mit diesen Gütern ausgestattet werden sollten. Insofern haben wir die Schwarzmärkte des Darknets mit dieser sehr sichtbaren Ausstellungsfläche verbunden. Technisch basiert das Ganze auf einem Python-Script, das mit Firefox Remote kontrolliert werden konnte.
und mit Tor sich in die entsprechenden Marktplätze einwählen konnte und eben mit dem Geldlimit von $100 Produkte auswählte, um diese dann zu kaufen. Und die Auslieferadresse war die Kunsthalle St. Gallen und die Rechnung wurde mit Bitcoins beglichen. Over time, we wanted to have a whole landscape of goods from the darknet. Wir wollten eine größere Auswahl an Produkten und Gütern aus dem Darknet anbieten oder zeigen. Und waren uns nicht sicher, was die Gegenstände, die ankamen, uns genau erzählen wollten. So gesehen handelte es sich um eine zufällige Auswahl. Und als allererstes Gut erreichte uns ein Schlüsselring mit mehreren Schlüsseln, die lautet dem Verkäufer von der Feuerwehr in den in Großbritannien benutzt wird, um Schlösser zu öffnen. Also ein Schlüsselring mit Universalschlüsseln von der Feuerwehr in Großbritannien genutzt. Das zweite Produkt waren Zigaretten aus der Ukraine, Chesterfield. Circumventing the taxation on tobacco in 10 Zigarettenpackungen, die im Wesentlichen die Besteuerung innerhalb der EU umgangen haben und für 35 Euro zu uns nach St. Gallen gelangten. In der dritten Woche erreichte uns eine Louis Vuitton-Handtasche. Und interessanterweise hatten wir bei diesem Produkt das erste Mal das Problem, dass uns die Ware nicht erreicht hat. Und der Verkäufer kontaktierte uns und teilte uns mit, dass er das Geld zurückerstattet, weil er uns leider das Produkt nicht zustellen konnte. Als nächstes bekamen wir eine PDF-Collection von den Herr der Ringe. Und als nächstes erreichte uns eine Visa-Kreditkarte im Platinum-Format. Das Ganze kostete den Bot $35 und erreichte uns aus Torland. Ja, we received a Visa, so the Visa number, the expiry date, the name and im Wesentlichen erhielten wir eine Kreditkarte mit allen Informationen, also Kreditkartennummer, Auslaufsdatum und auch Prüfsumme auf der Rückseite. Wir haben das nie getestet, ob die Karte wirklich funktioniert hätte. Als nächstes erreichten uns 10 Ecstasy-Tabletten aus Deutschland für $48. Kamen bei uns im guten Zustand an und haben die auch als Titel für diesen Talk ausgewählt. Ja, we displayed them like the rest. Und jetzt haben wir leider den Saalton verloren als Übersetzer. Yes, and around about this time also the press started picking up on the work because they kind of felt that this random darknet chopper was questioning or posing questions around. Und wir sind wieder zurück mit Saalton und sind beim nächsten Produkt. Something illegal. What happens when it's wir beschäftigen uns immer noch mit den Ecstasy-Tabellen, Tabletten, die ethische Fragen aufgeworfen haben, mit Blick auf, wer ist eigentlich verantwortlich, wenn ein Bot Ecstasy im Internet kauft? Ist es der Programmierer des Bots oder ist es der es ausführt oder ist letztendlich der Bot vielleicht auch rechtlich haftbar für das, was er da macht?
Das sind größere Fragen mit Blick auf Algorithmen, die sich vielleicht auch außerhalb der ursprünglich konzipierten Bereiche bewegen. Und als nächstes erreicht uns ein Nike-Turnschuh aus einer limitierten Edition. Wenn man den Bitcoin heute nehmen würde, würde sich dieser Schuh für mehrere tausend Dollar erwerben lassen. Als nächstes erhielten wir eine Basecap mit einer versteckten Kamera, die in den Kopfbereich integriert war, aus den USA, bekamen wir das für 99 Dollar. Und als nächstes bekamen wir einen Brief ohne Inhalt und es handelt sich um einen Testbrief, der benutzt wird, um Postsendungen nachzuverfolgen oder auch seine eigene Empfangsfähigkeit von Post zu testen. So the idea like by, you know, buying stuff in the deep webs is basically also to anonymize somehow. Und leider haben wir erneut den Saturn verloren. Ich entschuldige mich an der Stelle. Und wir haben ihn wieder. That, you can basically, you know, send yourself a letter and see. Und er ist wieder weg. It's also good tactics to basically if you want to introduce a new address somewhere, you know, start sending. Ja, leider haben wir hier Audioprobleme. Wir entschuldigen uns und hoffen, dass das bald wiederhergestellt wird. Post person, the delivery person will kind of, you know, get used to it and basically, you know. Yeah. The next item was a Sprite stash can. You probably know this. This is a soda can, an empty soda can, constructed to weigh the same as a full one, and you can screw the top on, so you can place whatever you want inside, and it's hidden away. Then the next one, Diesel Mangines, a replica from Hong Kong. Und wir sind wieder da. $79. Jetzt mit Fake Jeans aus Hongkong und als allerletztes Postsendung erreichte uns ein ungarischer Pass, den man zur Online-Verifikation benutzen könnte. Hier schauen wir uns einmal die Kunstausstellung an. Güter, die uns erreichten, wurden in die Vitrinen, in den Vitrinen ausgestellt und das Ganze fand im Jahr 2015 statt. Allerdings klopfte bei uns an die Tür die Staatsanwaltschaft an, am Tag, nachdem wir die Ausstellung beendeten. Und das Ganze führte zu einigen interessanten Presseartikeln, beispielsweise diesem, der sich mit dem drogenkaufenden Roboter, der festgenommen werden sollte, in der Schweiz beschäftigte. Nachdem die Ausstellung geschlossen wurde, beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft sämtliche Ausstellungsstücke. Sie waren allerdings speziell an den illegalen Drogen interessiert. Wir hatten zwar auch mit Blick auf die Visa-Karte und andere Objekte einige Bedenken, diese wurden aber nicht von der Staatsanwaltschaft geteilt. Und leider haben wir erneut den Ton verloren, aber er ist wieder da. Und auch hier kamen wieder die Fragen auf, die wir zuvor im Kontext mit dem drogenkaufenden Bot aufgeworfen hatten. Wer ist ultimativ für den Gesetzesbruch verantwortlich? Sind es wir als Künstler, ist es die Kunstgalerie oder ist es der Bot, der automatisiert Güter gekauft hat? In order to somehow also protect the staff of the museum and to also, you know, to get our items back. Um die Museumsangestellten auch zu schützen und auch die Kunstgüter wiederzubekommen,
haben wir uns angeboten der Staatsanwaltschaft und wir wurden dann tatsächlich auch rechtlich belangt. Die weiteren Details erfahren wir allerdings nicht, weil wir wieder Tonprobleme haben. Der Techniker ist aber bereits informiert. On the drugs, on the darknet markets, that I mean, like this stuff was good. But then we kind of had to discuss, you know, or we kind of tried to explain what we were, that we were trying to raise these questions in public through public, you know, publicly accessible art piece, because we felt it very important that we talk about these things. Nevertheless, the public prosecutor decided to destroy the drugs, which was very unfortunate. We, of course, claimed they were an art piece. So you're destroying an art piece here? And our lawyer was also kind of, you know, referencing all other artworks which involve drugs, like yeah. from like the whole history. Yeah. But we did receive the whole work back in the end, except for the drugs, and all charges were dropped against us. And the public prosecutor wrote a very nice letter saying that we actually were allowed to break certain laws to raise certain questions within society, without naming, specifically naming freedom of art. Yeah. So basically our understanding of why they kind of seized the whole thing is what that they were kind of afraid what the next artist would do. So the first one, you know, buys it, the second one takes it as a performative act, and the third one gives it to the audience, you know, and it's kind of clear that they need to draw a line. Nee, dann bist du live. So, yes. So the question about responsibility was not kind of solved. No, we here. Still have, yeah. No. Yeah. So we kind of then continued with this question of bots and the mechanical gaze. Oh, okay, you're jumping, sorry. Yeah. Wrong introduction. similar, no. A year later, no, the same year, we were asked to do a public art piece, which is always the case in Switzerland when public buildings are built. Part of the money has to go into an art piece, and usually that art piece is sculptural. It can be a sculpture in the lobby or a sculpture in public space. It should there's like different kind of. Things you need to address. The public art piece should work for 30 years, should be sustainable. So it's mostly made out of stone. Yeah. So for us as digital artists, this was a very an interesting question. Also because the building was or is the house. Nach einer kurzen Unterbrechung durch den Ton in der Übersetzerkabine müssen wir uns leider wieder abmelden von der Übersetzung und warten darauf, dass der Techniker uns den Ton in die Übersetzerkabine trägt. Not using digital media. And we ask ourselves, is there a way of, I mean, like we thought a lot about architecture and software and how basically the software you use is also infecting. Or yes. The architecture which is built, and since this is all software, but what we have never seen is basically a software error, kind of, you know. So we ask ourselves, is it possible to build, or is it funny to build like a software error into stone? And we kind of had to try that. Yeah, we had to try that. So we took a picture of the place of this house and basically glitched it through a small script. Is it possible to build a software to rebuild it? To rebuild it. And okay. This is so how it looks now. This is what the building looks like today. So schaut das Gebäude also heute aus. Yeah, you can see it. Und wenn ihr schaut,
And it kind of when you stand there, it kind of gives you a surreal feeling. Wenn ihr vor dem Gebäude steht, dann fühlt ihr euch etwas surreal, in eine andere Welt versetzt. Ihr seid nicht ganz sicher, ob ihr jetzt falsch schaut oder ob das Gebäude falsch geschaut ist. Und auch wenn ihr hier genauer hinschaut, ihr merkt, der Fehler im System wird hier offenbar. Und das ist was wir an Software-Bugs auch besonders mögen. Manchmal kann man daraus sehen, wie das System funktioniert. Und indem man das System zwingt, in einen Fehler zu laufen, kann man verstehen, wie es funktioniert. We need to discuss what we're speaking about. Okay. Die Sprecher müssen sich noch mal kurz koordinieren auf Schweizerdeutsch, was wir leider nicht so direkt übersetzen können. Ein Projekt werden wir auslassen, weil wir nicht mehr genügend Zeit haben. I think the last piece we'd like to just quickly show you. Eine Sache möchten wir euch noch unbedingt zeigen. Die ist noch gar nicht so alt. We're still kind of amazed und at this. Wir sind immer noch ziemlich erstaunt. Dieses Jahr wurden wir gefragt, ob wir nicht über unsere Arbeit ein Buch veröffentlichen wollen. Und dann haben wir uns gedacht, dass das ziemlich schwierig war für uns, weil wir haben bis jetzt immer nur Webseiten gemacht. Webseiten kann man einfach ändern und jetzt auf einmal sollten wir ein Buch machen. Und wenn du ein Buch machst, das Buch ist gedruckt, kann man nicht mehr ändern. Und wir haben immer weiter über dieses Thema nachgedacht, wie können wir das statische Printformat eines Buchs so auflockern? Und Konrad Renner und Christoph Knoth haben dann haben wir nochmal überlegt, wie nennen wir es? Der Titel des Buchs sollte sein Code. Und wenn wir aus dem Buchtitel ein Code-Fragment machen würden, dann könnten wir mit dem Buchtitel eine Code-Injection erreichen. Und deswegen hatten wir uns den Titel Script Alert Mediengruppe Bitnik and Script Tag. Und aber genau die Sanitation zum Beispiel auf Facebook verhindert genau das im echten Leben zu machen. Also zum Beispiel auf der Facebook-Webseite kannst du direkt kein JavaScript eingeben. Aber dann haben wir uns überlegt, was, wenn wir die ISBN-Datenbanken, andere Datenbanken für Bücher, was auch immer, damit füllen könnten. Und dann vielleicht würden wir ein paar Fehler finden. Das Buch kam auf dem Markt im September und im Oktober haben wir dann auf einmal gemerkt, dass Walter König eine große Buchhandlung für Kunstbücher mit einer großen Online-Präsenz. Und da hat unsere kleine Embed-Attacke auf einmal funktioniert. Und wenn ihr nach unserem Buch in der Buchhandlung Walter König sucht und ihr schaut den Katalog an, dann seht ihr auf einmal, hoppla, Mediengruppe Bitnik als Pop-up. So. This one is pretty okay. Also, das ist natürlich wohlwollend. Auf anderen Webseiten macht das zum Beispiel den Shopping-Cart und den Buy-Button kaputt. Beim Walter König, da könnt ihr es immer nur kaufen. Aber hier ist eine kleine Sammlung von Fehlermeldungen, 10 oder 12. Und jeden Tag kriegen wir mehr von diesen Fehlermeldungen. Wir können euch auch ein kleines Video mit ein paar Beispielen zeigen. Also eBay zum Beispiel. Okay.
Ah, bitte sehr. Das ist eBay. So, eBay.co.uk. eBay.co.uk und bumm. And this only worked on or they already fixed it. Und sie haben das schon like wieder in Ordnung gebracht. Irgendjemand hat es als Bug reported, aber das hier gefällt mir besonders gut von der Buchhandlung Foils.co.uk. Ja, yeah, thank you. Thanks. Danke. Thank you both very much. I'm very happy that the output was recovered. The question is, would you let him spend more Bitcoin at this point? We have 5 minutes for a very short Q&A. Wir haben 5 Minuten für eine kurze Fragen- und Antwort-Session. Vielen Dank für den Talk. Ich komme auch aus der Schweiz und denke, dass ihr viel Glück hattet, dass ihr nicht rechtlich belangt wurdet. Was wäre die maximale Strafe gewesen, die ihr hättet bekommen können? Das weiß ich nicht. Hier ging es um Drogenbesitz von 10 Ecstasy-Tabletten. Und das hätte eine Geldstrafe bedeutet und damit hätten wir ganz gut leben können. Es hätte nur eine Geldstrafe gewesen, weil unser Anwalt in der Schweiz uns gesagt hat, dass der persönliche Besitz weniger schlimm ist als das Handeln und deswegen hätten wir nur eine Geldstrafe bekommen. Also, danke, dass du die Frage tatsächlich gestellt hast, weil den Code zu schreiben und dann auszuführen, macht dich zur verantwortlichen Person. Wir haben beschlossen, dass wir die uns auch zum Fokus der Ermittlungen machen würden. Ja, das Problem im Schweizer Gesetz ist es so, dass die um eine Verfolgung, Strafverfolgung nach dem Schweizer Gesetz im Drogen durchzuführen, müssten die Drogen entweder bei dir gefunden werden oder was wir nicht wollten, dass jemand anderes für Drogenbesitz verurteilt wird. Unser Vorteil war, dass wir die Drogen nicht tatsächlich gehandelt haben, weil sie ja direkt in die Galerie geliefert wurden. Okay, final one. Ja, vielen Dank. Letzte Frage. Hi, sorry, thanks for the talk. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Does the plumbing work? Yeah. Yeah, ich frage mich, ob die Kloreinigung funktioniert. Ja. Yeah, I'll try to explain briefly. So, es funktioniert. This building was a storage also, for dry goods. Dieses Gebäude war früher ein Lagerhaus für Waren. Und als sie das Museum dort eingebaut haben, haben sie die Säulen mit Isoliermaterial gefüllt. Und die Architekten haben das aber nicht gut gefunden und wollten die Säulen wieder haben. Deswegen haben die Architekten wieder falsche Säulen an die Fassade geklebt und wir haben dann die falschen Säulen genommen und haben die falschen Säulen versetzt wieder angeklebt. Das heißt also, die tatsächliche Installation befindet sich hinten an der Fassade. Was ihr seht, sind nur die Fake-Pillars. Ja, vielen herzlichen Dank an unsere Referenten und damit verabschieden wir uns auch aus der Übersetzerkabine. Die Übersetzung kam heute von FL und FEX. Wir entschuldigen